Hallo und willkommen zurück zum Pokémon Stadium. Ich bin Kaito, an meiner Seite ist Dimensio. Diesmal kämpfen wir gegen Sarah Fischer. Janet Fischer. Ja, immer. What the fuck? Okay, sie hat im Team ein Sichro, ein Knofenser und ein Vibor. Wir setzen dagegen das Blitzer und Nebulak von Dimensio. Genau. Mein niedliches Vulcano. Und dann werden wir hoffentlich sehen, dass ich recht behalten habe, was der Gegner an Strategie fährt. Schicken wir Blitzer in den Kampf und da müsste... Oh! Ja, also! Der Computergegner darf schon selber entscheiden. Naja, also wählt er doch Nadelrakete. Ist ein Pflanzentyp. Ja. Guck, also ist deine Theorie falsch. Naja, das war ja auch nur eine Vermutung. Ja. Und bisher hat es geklappt immer. Zweimal, dreimal, viermal, ja, nochmal, komm. Weil es wäre ja sonst auch ziemlich doof, wenn der Computer dann könnte es ja immer machen, ach, den setzt er als Erster, dann setze ich hier mal Ultra, Mega, Hyper, ne? Dann setze ich genau das Gegenpart dazu ein, der mein guter Gegner. Ah, da kommt Sichro aber jetzt. Denk dran, was wir besprochen haben, was das angeht. Okay, Laderakete. Donnerblitz. Ich dachte Sandwirbel. Sandwirbel würde überhaupt nichts bringen. Doch, dann vergisst er doch teilweise was, oder? Die Genauigkeit wird geringer. Also, die Genauigkeit wird geringer. Ach nee, sie ist das mit dem Vergessen. Ja, aber es gibt doch auch eine Pokémon-Attacke, da vergisst er doch auch dann die Attacke, ne? Oder nee, er kann sie nicht mehr einsetzen, blockieren. Ach so, ja, kenne ich auch, aber ich weiß jetzt den Namen auch nicht. Ja. Dann kannst du ihn nicht mehr einsetzen. Ja, das sieht irgendwie aus, als hätte ich heute einen entspannten Kampf. Okay, mach's fertig einfach, das wird schon klappen. Genau. Es sei natürlich... Ja, okay, natürlich, Bibo wird keine Chance haben. Blitzer ist einfach zu schnell. Genau nach dem Kritikpunkt haben wir es aber ausgesucht. Oh! Da hat Bibo... Ja, okay. Aber ich glaube nicht, dass er uns drei... Das also trifft uns, nur zweimal. Ja, wenn ich jetzt noch besiegt werde, haben wir immer noch zwei Pokémon da. Naja, das wird Bibo nicht mehr schaffen. Völlig egal, was passiert. Genau. Und denk dran, die Vergiften funktioniert bei dem nicht. Das ist auch ein Gifttyp. Ja, deine Genauigkeit sinkt. Ja. Ich will ihm aber ein bisschen eine Chance lassen. Oha. Auch selten, dass ein Bibo-Hyperstrahl beherrscht. Aber sie geht daneben. Wahrscheinlich geht sie auch häufig daneben, ne? Nee, eigentlich nicht. Hyperstrahl trifft ziemlich genau. Ach, wahrscheinlich will mein Sandwirbel jetzt. Ja, wahrscheinlich daran. Also bringt die doch was. Ja. Aber ich hätte es natürlich auch sofort killen können. Ja. Dimensio hat gesiegt, weil Kalte ja nichts gemacht hat. Ja, es war ein sehr einseitiger Kampf, das muss ich zugeben. Ey, warte mal, ich habe nichts gemacht. Ich habe dir den Tipp gegeben, nimm Blitzer. Ja, was passiert? Du hast Blitzer genommen und wir haben nicht ein einziges Mal wechseln müssen. Nein, Blitzer aber dein Vulcano hat nichts gemacht. Ja, und? Mein Vulcano hat gut ausgesehen, das reicht aber. Okay. Okay, damit verabschieden wir uns. Wir haben jetzt Janet Fischer besiegt. Genau. Okay. Da fehlt doch noch einer, ne? In der. Oder kommt da noch einer? Nee, wir sagen nichts. Aber einer kommt noch im Indigo-Stadion, oder wie der heißt. Genau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Kaito und... Und euer Dimensio. Ciao.